Ja, guten Morgen aus Amstetten, Teil 3. Meiner diesjährigen Radreise. Meiner allgemein ersten Radreise. So, ich bin jetzt unterwegs in Richtung Rheine. Zum Endziel heute Lingen. Lingen liegt natürlich auch an der Ems. Wir verlassen Amstetten und kommen jetzt nach Isendorf. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Tag 3 meiner Ems-Reise. Heute in Amstetten habe ich mal wieder vergessen, beim Start das Relive zu drücken, sind da schon 5 Kilometer mehr. Ist aber egal, ich habe es jetzt eingeschaltet. Und jetzt fangen wir an zu zählen. Es geht weiter nach Lingen an der Ems. Ich bin auf dem Ems-Radweg schon unterwegs. Ja, ansonsten Fazit zu gestern. Weiß ich gar nicht, ob ich da eins gemacht habe. Wenn nicht, will ich es euch nochmal sagen. Bei herrlichstem Wetter durchs Münsteraner Land. In Greven habe ich eine nette Kaffeepause gemacht. War auch schön. Ja, ansonsten viele Pferdchen. Man sieht, dass es hier Pferdeland ist. Und war eigentlich ein rundum gelungener Tag. Wäre da nicht noch diese komische Umleitung gewesen, weil da eine Baustelle am Dortmund-Ems-Kanal war. Aber okay. Heute geht's weiter Richtung Lingen. Bis gleich. Noch heute geht's wie gestern immer über kleine Landstraßen, Seitenstraßen. Was das Münsterland wirklich zu bieten hat, sind diese wunderschönen Alleen. Und wir sind wieder auf dem Ems-Radweg. Und hier geht's über eine Brücke. Das ist das Münsterland. Windräder. Windräder, Windräder. Und natürlich Landluft. Herrlich. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Aber alles gut. Hier geht es weiter auf dem Emsradweg. Das ist tatsächlich der Emsradweg, auch mal entlang einer Straße. Aber dann immer auf einem Radweg. Geht es jetzt über Nebenstraßen wieder weiter, schön an Maisfeldern vorbei. Und so weiter und so fort. Macht Spaß. Und das kann auch nicht sein. Das ist nur ein Rettungspunkt. Diese Rettungspunkte da kann man, wenn man in Not ist, Hilfe herbeirufen über Handy oder so. Dann kommt jemand vorbei und holt einen ab. So. Und heute ist Montag.
Und da ist absolut ein Schloss, ne? Finde ich schon faszinierend. Richtig cool. Und da kommt die schönste Bänkle. Ich glaube, ich mache ein kurzes Päuschen. Nächste Station ist dann wohl Rheine, ne? Ja, und hier habe ich mir ein Plätzchen gesucht, um mal kurz eine Trinkpause zu machen. Jo. Alle gut. Ich genieße den heutigen Tag ganz piano. Ja, und hier führt der Emsradweg schön durch den Wald. Ist auch immer nachvollziehbar und gut ausgeschildert. Hier wieder ein Knotenpunkt. Hier geht es dann nach Rheine. Zur Hemisphäre auch. Abbruch. Ich versuche jetzt noch zur Bahn zu kommen. Ich habe das Rad wieder leidlich gerichtet. Ich habe mich richtig gemault gerade eben. Schienenbein auf. Zum Glück hatte ich schon Verbandspackung dabei, dass ich mich ein bisschen verbinden konnte. Zehblutig. Schaltauge, ja, beschädigt. Ich brech ab. Das hat keinen Sinn so. Ich kann nur noch zwei Gänge schalten. Thank you.
bringt nichts. Nicht peinlich, aber ja, die sandigen Böden, ein tiefes Loch, da bin ich reingefahren, dumm gelaufen, aber was will ich machen? Ja, hallo, liebe Follower. Wie ihr seht, bin ich wieder in Mettmann angekommen. Ich habe abgebrochen, weil ich mich hingelegt habe. Mein Schaltauge ist beschädigt und mein Knie ist beschädigt. Also, jo. Das war ein Sandloch, da bin ich reingeraten. Ja, deswegen schön aufpassen. Emsradweg ist nicht ohne. Ja, vielleicht werde ich es nochmal versuchen, dann ab Rheine, den oberen Teil habe ich ja jetzt schon. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an den Bildern und ja, bleibt mir gewogen, euer Didi. Ciao. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all.